Mein Name ist Wiebke Wiedeck, ich bin Autorin, Coachin, Psychologin und Künstlerin und in den Denkanstößen betrachte ich mit Ihnen gemeinsam Themen, die mich und KlientInnen bewegen. Heute geht es um das Thema: Erwachsene Kinder wollen nicht loslassen. Ich habe ja bereits mehrere Videos hochgeladen zu dem Thema erwachsene Kinder loslassen. Das heißt, es geht darum, dass wir aus Elternsicht lernen müssen, unsere erwachsenen Kinder tatsächlich loszulassen, wenn sie groß sind. Ich habe viele Rückmeldungen bekommen von Eltern, die eigentlich möchten, dass ihre Kinder gehen, dass sie sie loslassen können, wo es aber aus verschiedensten Gründen nicht funktioniert. Das heißt, die Kinder wollen nicht loslassen. Und ich gebe Ihnen jetzt 5 Tipps, die Sie nutzen können, damit Sie Ihre Kinder dabei unterstützen, loszulassen und sich selbst auch damit helfen. Tipp 1. Unterstützen Sie, feiern Sie, freuen Sie sich über jeden einzelnen kleinen Schritt, den Ihr Kind machen möchte, um sich loszulösen, um selbstständig zu werden. Ihr Kind sucht sich einen Job, großartig. Ihr Kind trifft sich mit Freunden, wunderbar. Ihr Kind möchte eine Weltreise machen, yeah, feiern Sie das. Ihr Kind hat eine Freundin, hat einen Freund, einen Partner, großartig. Ihr Kind möchte seine eigene Waschmaschine in seiner Wohnung aufstellen, jetzt wo Sie vielleicht schon monatelang die Wäsche Ihres Kindes waschen, yeah. Alles, was hilft, alles, was Ihr Kind selbstständig machen möchte, ist wunderbar. Unterstützen Sie es jeden kleinen Schritt. Ihr Kind möchte zu einer Therapie. Ja! Ihr Kind versucht, Dinge zu ändern, die es zum Beispiel im Moment nicht gut handeln kann, Suchtverhalten etc. Ja! Es will in eine Selbsthilfegruppe. Ja! Alles, was hilft, wo Ihr Kind Unterstützung auch bekommt von anderen Seiten, nicht nur von Ihnen. Alles, was dazu führt, dass es selbstständig handelt. Großartig. Unterstützen Sie es, feiern Sie es, finden Sie es toll und sagen Sie Ihrem Kind, dass Sie genau das richtig gut finden. Punkt 2. Grenzen Sie sich gegenüber allem ab, was Ihr Kind in einer Abhängigkeit Ihnen gegenüber hält. Ihr Kind weiß nicht, was es am Wochenende machen soll. Pech. Sie haben fürs Wochenende eigene Pläne. Ihr Kind weiß nicht, was es kochen soll. Es gibt im Internet unzählige Rezepte. Ihr Kind weiß nicht, wie es seinen Urlaub verbringen soll. Sie planen dieses Jahr mal Ihren eigenen Urlaub. Und wenn Ihr Kind dann zu Hause sitzt, dann ist es so. Versuchen Sie, sich abzugrenzen gegenüber Verhalten, was Abhängigkeiten fördert. Wenn Sie in sich hineinfühlen, werden Sie genau merken, was das ist. Wäsche waschen, einkaufen, essen, kochen. All das sind Dinge, die Ihr Kind als erwachsener Mensch selber können muss und sollte. Übernehmen Sie es nicht mehr. Sagen Sie nein. Punkt 3. Sehen Sie Ihr erwachsenes Kind auch wirklich als anderen Erwachsenen. Das heißt, Ihr erwachsenes Kind ist genauso ein Erwachsener wie Ihre MitarbeiterInnen, wie Ihr Chef, wie Ihre Schwester, Ihr Bruder, wie andere Menschen, wie Ihre Freunde oder Freundinnen. Sehen Sie Ihr Kind als einen erwachsenen Menschen. Das bedeutet auch, dass Sie ihm die Lösung seiner Probleme zutrauen. Sie könnten zum Beispiel Ihr Kind fragen, wenn es etwas ändern möchte, wenn es mit etwas nicht klarkommt: Okay, was brauchst du, damit du das anders oder besser handeln kannst? Beispiel: Mein ältester Sohn, nachdem er ausgezogen war, hatte irgendwann ziemlich starke Hautprobleme. Ich war mir nicht ganz sicher, wo das herkommt und habe ihn gefragt, was er so isst. Da er damals mit Kochen noch nicht so vertraut war, war vor allem Pizza und Nudeln das, was fast täglich bei ihm auf dem Tisch stand, und das sah man ihm dann auch an.
Was habe ich getan? Ich habe ihm für ein Jahr ein Abonnement geschenkt von einer kleinen Zeitschrift, in der ganz viele Rezepte waren. Damals war das noch nicht so mit dem Internet. Und da hat er ein Jahr lang jeden Monat diese Zeitschrift im Briefkasten gehabt und fing an, hervorragend zu kochen. Er bekochte sogar mich, lud mich ein, stellte großartige Gerichte auf den Tisch, seine Haut begann sich zu verbessern und er begann auch, sich gesünder zu ernähren. Obwohl er bei mir zu Hause gesunde Ernährung kennengelernt hat, war es für ihn noch nicht selbstverständlich, das für sich selbst zu übertragen. Er wusste nicht so richtig wie. Also gab es die Möglichkeit, ihm zu helfen, es selbst zu tun. Hilf mir, es selbst zu tun. Ein wichtiger Ansatz in der Erziehung. Hier auch sinnvoll, was brauchst du, damit du das alleine schaffst? Punkt 4. Unterstützen Sie, sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind finanziell unabhängig wird, dass es lernt, für sich selbst finanziell zu sorgen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil wir Eltern ja gesetzlich dazu verpflichtet sind, dass die Kinder ihre erste Ausbildung von uns finanziert bekommen, wenn wir das leisten können. Wenn Ihr Kind also von Ihnen eine Ausbildung, ein Studium finanziert bekommt und es wohnt zum Beispiel noch zu Hause bei Ihnen, dann ist es total legitim, dass es auch bestimmte Teile des Geldes abgibt, was es zum Beispiel vielleicht nebenbei verdient. Also behandeln Sie Ihr Kind wie einen erwachsenen Menschen. Es ist nicht schlimm und es ist auch nicht böse und es ist nicht Eltern-like, wenn Sie Ihr Kind auch mit in die Finanzierung und in die Finanzsituation einbeziehen. Nein, im Gegenteil. Ihr Kind lernt, dass es keinen Sponsor hat sein ganzes Leben, der nur dafür zuständig ist, dass das Kind Geld bekommt. Es lernt, dass es etwas leisten muss, damit es etwas kaufen kann, haben kann, bekommen kann. Fördern Sie alles, was dazu führt, dass Kinder finanziell unabhängig werden und auch mit Geld umgehen können. Punkt 5. Wenn Sie sich über etwas Sorgen machen, dann sprechen Sie es offen an und finden Sie mit Ihrem Kind eine Lösung. Wenn es einen Bereich gibt, in dem Sie glauben, dass Ihr Kind draußen in der Welt nicht gut klarkommt, dann sagen Sie das und versuchen Sie mit Ihrem Kind einen Weg zu finden, dass es mit diesem Bereich klarkommt. Ich nehme mal das Beispiel, junge Frauen, junge Männer sind abends unterwegs in der Stadt und sie machen sich Sorgen, dass ihr erwachsenes Kind das gut hinbekommt, dass es heil nach Hause kommt. Das ist eine berechtigte Sorge, viele Eltern haben die und ich empfehle dann ganz klar, ihrem Kind einen Selbstverteidigungskurs zu sponsoren oder Krav Maga zu sponsoren, oder in irgendeiner Form ihm möglich zu machen, dass es sich verteidigen kann, dass es sich sicher fühlen kann, dass es weiß, was es in schwierigen Situationen, in übergriffigen Situationen zu tun hat, welche Möglichkeiten es dann hat. Also, wenn Sie etwas sehen, wenn Sie etwas umtreibt, wenn Sie Sorgen haben, sprechen Sie sie an, offen mit Ihrem erwachsenen Kind. Damit helfen Sie auch Ihrem Kind, sich von Ihnen abzunabeln. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Alles Gute.